Schätzel. Schätzel, da unten. Der Uhr ist schon mal drin geschalten, halber Zeit. Hein kommt der Eugen Rungal, der halber Zeit. Das ist ein Priester. Das macht interessant, weil so viele Priester haben wir nicht mehr. Nicht? Werden nicht mehr viele Priester. Nicht? Ja, ist alleweil kompliziert da in der Kirche. Kommt mehr als wir. Nicht? Jetzt bin ich einmal bei nach Dorf vorbeigewesen. Er hat der Pfarrer gefragt, wie soll das Pöppele heißen? Dann hat sie gesagt, Lisa Marie Chantal Clara Leone. Dann hat er gesagt, sie müssen nach Böldom, möchtest du mehr Wasser bringen? Ja, halber Zeit. So, oh, jetzt kommt er. Wir müssen ganz schnell den Lauter wegziehen. Hallo und herzlich willkommen bei Privat. Heute bei mir zu Gast der Leiter des Seelsorgeamtes der Diözese Bozen-Brixen, Eugen Rungaldier. Und bevor er hier Platz nimmt auf dem Sofa, darf ich ihn kurz vorstellen. Eugen Rungaldier auf dem Weg ins Büro. Gleich hinter dem Bozner Dom dreht sich alles um das in diesen Monaten viel diskutierte Thema Kirche. Als Moderator der Diözesansynode setzt sich Eugen Rungaldier tagtäglich mit den wichtigsten Fragen der Kirche in Südtirol auseinander. Seit 2007 ist Eugen Rungaldier Leiter des Seelsorgeamtes der Diözese Bozen-Brixen und der Abteilung Pastoral am bischöflichen Ordinariat. Das Seelsorgeamt begleitet die Pfarrgemeinden, die Seelsorger, die Pfarrgemeinderäte und die pastoralen Mitarbeiter. In regelmäßigen Sitzungen werden Themen und Inhalte definiert, Jahresprogramme ausgearbeitet. Sein Chef, Bischof Ivo Muser, ernannte Eugen Rungaldier 2011 zum Kanonikus an der Kathedrale in Brixen. Rungaldier gilt als einer der engsten Vertrauten des Bischofs. Als ehemaliger Privatsekretär von Bischof Wilhelm Ecker kennt Rungaldier die Südtiroler Kirche in all ihren Facetten. Von 1998 bis 2007 war Eugen Rungaldier als Leiter der Jugendseelsorge in ganz Südtirol unterwegs. Diese Fotoalben, erzählt mir Eugen Rungaldier sichtlich bewegt, haben ihm die Jugendlichen und seine Wegbegleiter von damals als Abschiedsgeschenk und als bleibende Erinnerung an eine wunderbare Zeit überlassen. Zusammen mit vielen wichtigen Erfahrungen fürs Leben. Ja, und über die wollen wir nun sprechen. Herzlich willkommen, Eugen Rungaldier. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ich darf du sagen, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Zum Anfang, wir haben ja gehört, dass du Ladiner bist, Grödner, genauer gesagt. Wie sagt man? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Privat auf Ladinisch. Buonasera, aduczkaik chalapra, bang uni a privat. Buonasera, aduczkansch, aduczkansch, bang uni, aduczkaik chalapra. Frohe Ostern. Bona Pasca. Bona Pasca, das gelingt, das kann ich besser. Das kriege ich besser. Schön, dass du da bist. Es ist Osterzeit, da hast du sicherlich jetzt gerade viel zu tun, oder? Das ist schon eine sehr intensive Phase für einen Kirchenmann, als Priester, aber nicht nur. Feierst du denn auch mit deiner Familie? Denn diese kirchlichen Hochfeste sind ja vor allem auch Familienfeste. Die Kartage sind Tage, an denen ich im Dom von Brixen im Einsatz bin. Am Ostersonntag, da werde ich dann mit meiner Familie Mittagessen gehen. Mhm. Also das ist so der Moment für die Familie, das Mittagessen am Sonntag. Und ist das so ein bisschen eine Ersatzfamilie, weil du darfst ja keine eigene Familie haben, oder gibt es da keine Parallelen? Also der Kontakt zu meiner Ursprungsfamilie, meinen Eltern, meinen Geschwistern, die selber auch Familien haben, ist mir sehr wichtig. Das ist nach wie vor die Familie, aus der ich herausgewachsen bin, in der ich beheimatet bin und die mich begleitet auf meinem Weg. Und da hat man nie selber das Bedürfnis verspürt in all den Jahren? Ich meine, du bist jetzt, wenn ich richtig rechne, 46, 47. Ja. Nie das Bedürfnis gehabt, selbst eine Familie zu gründen. Wie geht man damit um? Ich muss sagen, dass gerade die Tatsache, dass meine Geschwister beide verheiratet sind und jeweils drei Kinder haben und ich von zwei Kindern meiner Schwester auch der Patenonkel bin, das ist so für mich auch so eine Großfamilie, zu der ich dazugehöre und wo ich sagen kann, das ist auch ein Stück meine Familie. Also das
ist für mich schon sehr wichtig. Also ich habe mir öfters die Frage gestellt, wie wäre es, wenn ich keine Geschwister hätte oder meine Geschwister nicht verheiratet wären. Da wäre, glaube ich, diese Frage für mich sicher noch virulenter. Oder. Mhm. Aber so den Kontakt zu haben zu jungen Familien, wo auch Kinder da sind, also das ist für mich sehr wichtig und auch sehr bereichernd. Das heißt, das kann das auch ein bisschen ausgleichen. Verstehe ich das richtig? Würde ich so sagen, ja. Mhm. Wir werden später noch ein bisschen über diese Dinge sprechen. Zunächst schauen wir mal in die Vergangenheit. Da gibt es ein paar Fotos aus deiner Kindheit. Vielleicht kannst du selber etwas dazu erzählen. 1968 in Bozen geboren. Du kommst aus St. Christina, das ist, glaube ich, deine Taufe, jawohl. Und du bist praktisch zusammen mit deinem Bruder am elterlichen Hof aufgewachsen. Also wir haben keinen Hof, der Großvater hat einen Hof und mein Vater hat auf dem Hofgelände ein Haus gebaut und dort bin ich aufgewachsen mit meinem Bruder, der 1,5 Jahre jünger ist. Meine Schwester kam dann 8 Jahre später dazu und ich kann so, meine Erinnerungen, die sind immer verbunden auch mit meinem Bruder, also mit dem bin ich praktisch groß geworden. Da sieht man, wie wir zwei abgehauen sind, wir sind sehr gerne zum Patenonkel und zur Patentante gegangen, die dann in der Nachbarschaft gewohnt haben damals. Mhm. Sind wir oft weggelaufen von den Eltern dorthin. Und du hast praktisch dort die Grundschule und die Mittelschule besucht? Nur die Grundschule. Die Mittelschule habe ich dann schon in Brixen besucht, im Vincentinum. Vincentinum. Ja, also bin früh schon weg, mit 11 Jahren schon aus dem Grönertal raus. War das der Moment, wo du gesagt hast, Priester ist meine Zukunft, ist mein Leben, Priester werden? Unser damaliger Pfarrer hat jedes Jahr mindestens einen Jungen identifiziert, von dem er der Meinung war, der hätte vielleicht das Zeug zum Priester. Und hat dann den Eltern vorgeschlagen, der Junge könnte ins Vincentinum gehen und dort die Schule besuchen. Und bei meinem Jahrgang war ich da dran. Ich wusste vom Vincentinum gar nichts. Also für mich selber war das noch nicht so das ganz große Thema. Aber der Pfarrer hatte irgendwie so gemeint, ich könnte vielleicht in die Richtung mich entwickeln. Und bin dann eben in die Mittelschule ins Vincentinum gekommen, habe dort dann auch maturiert nach 8 Jahren. Also es war sicher eine sehr prägende Zeit auch für mich. Das heißt, es gibt keine, wie soll ich sagen, konkrete, bewusste, gewollte Entscheidung, Priester zu werden, sondern das ist eine Berufung. Kann man das so sehen? Ich würde sagen, es ist etwas, das sich entwickelt hat, vor allem durch das Vorbild, das Beispiel von Priestern waren es vor allem. Wir hatten damals in St. Christina nicht nur einen Pfarrer, der es sehr gut mit uns Kindern konnte. Also ich habe sehr gute Erinnerungen an den Pfarrer von damals, Konrad Zenona, sondern auch Kapläne, Kooperatoren, also jüngere Priester, die da waren, die sich der Ministranten angenommen haben, der Jungschar, also mit denen wir auch viel Spaß hatten. Und dann im Vincentinum waren damals auch sehr viele Priester, jüngere Priester im Einsatz als Erzieher, als Lehrkräfte. Und die Begegnung mit diesen jüngeren Priestern war für mich prägend, weil ich gesehen habe, die sind recht locker drauf, cool drauf und machen einen glücklichen und erfüllten Eindruck, so wie sie ihr Leben gestalten. Das hat sicher sehr auf meine Entwicklung auch prägend sich ausgewirkt. Und da kam so der Gedanke immer stärker, das wäre doch auch ein Weg für dich. Und der Gedanke hat sich dann ist immer konkreter geworden. Und als dann die Zeit der Matura da war, war für mich die Entscheidung, ins Priesterseminar zu gehen, ziemlich eine klare Entscheidung. Also ich habe gedacht, das wäre so für mich der Weg, den ich jetzt einmal probieren möchte. Wir schauen uns ein paar Fotos zu dem Thema an. Das ist, glaube ich, jetzt das Vincentinum und danach sehen wir noch ein bisschen was vom Priesterseminar. Das muss ja, wenn du aus Gröden dahin gekommen bist, ein ziemlicher Schock vielleicht nicht, aber doch eine große Umstellung gewesen sein, oder? Schon auch Schock, würde ich sagen, gerade auch sprachlich. Wir hatten zwar gute Deutschkenntnisse erworben im Grödnertal und ich war in Deutsch sehr gut und im Vincentinum hatte ich auf einmal in Deutsch schlechte Noten. Da habe ich mich nicht ausgekannt, wieso ich auf einmal in Deutsch so schlecht bin, aber ich habe gemerkt, ich lerne nicht mehr an einer ladinischen Schule, sondern an einer deutschen Schule und das ist was anderes. Was ist das denn? 1968 steht da mein Jahrgang drauf, wenn man 18 wird im Grödnertal. Das war die Zeit, als man noch Musterung gehen musste. Dann haben die Burschen, die Musterung waren, dann gefeiert das ganz groß. Und das heißt, hey, lauter zieht man durch das Dorf, so verkleidet, wie man hier auf dem Foto gesehen hat. Aha, und hält den Verkehr auf und ist da mal richtig Remi-Demi. So laut präsent im Dorf. Du, und das hier ist jetzt schon beim Priesterseminar, wenn ich mich richtig entsinne. Und zwar, du bist dort so eine Art Vorsitzender gewesen, der Klasse. Oder wie ganz darf genau ich das die, verstehen? Die Seminargemeinschaft, die bestand damals aus ungefähr 25 Seminaristen, also viel mehr als jetzt. Mhm. Die wählt einen Sprecher aus den eigenen Reihen. Und da ist, bevor die Wahl stattfindet, ein richtiger Wahlkampf. Und da sieht man eben Fotos von diesem Wahlkampf, aus dem ich dann als Sieger, sagen wir unter Anführungszeichen, hervorgegangen bin. Das sind Dinge, die andere machen. Also nicht, dass man das selber steuert.
Und das ist ein Kollege von dir, der mit dir dann auch zum Priester geweiht wurde. Dazu kommen wir dann später noch. Genau, gell? Pater Josef Kalmbach. Und der Vinzenz war damals auch mit mir im Seminar. Der ist dann, hat das Studium fertig gemacht, ist jetzt verheiratet, Vorsitzender der katholischen Männerbewegung, ein guter Freund von mir. Und einer ist aber ausgetreten wieder. Der in der Mitte, ja, Pater Josef Kalmbach, Benediktiner von Gries, ist jetzt nicht mehr Ordensmann und auch nicht mehr Priester. Tut dir das weh, wenn du das siehst, dass sich immer weniger junge Männer für eine Entscheidung interessieren, die du ganz bewusst getroffen hast? Irgendwie schon, weil ich eben dann merke, dass jemand darin doch nicht seine Berufung und seine Lebenserfüllung gefunden hat. Mir ist auch wichtig, dass jeder seinen Weg für sich findet. Welcher Weg das dann ist, ist für mich auch relativ. Also es müssen nicht alle Priester werden. Jeder soll seine Berufung, seinen Weg finden. Ich denke, dass das wichtig ist und dass das auch Kirche ausmacht. Aber woran liegt es dann, dass diese Attraktivität, ich meine, das ist eine wahrscheinlich der zentralen Fragen auch der Synode gewesen, über die werden wir noch sprechen. Du hast ja moderiert, diese Zusammenkunft zwischen Gläubigen und der Leitung der Kirche maßgeblich. Ist da einfach ein Zeitsprung versäumt worden, eine große Veränderung, die jetzt nicht mehr gut gemacht werden kann? Oder sehe ich das falsch? Ich würde sagen, die Gründe sind sehr komplex, weil sich auch die Gesellschaft sehr stark verändert hat. Wir hatten früher eine eher noch homogene Gesellschaft in Südtirol, die auch kirchlich geprägt war. Das ist vielfach nicht mehr so der Fall. Also auch unsere Gesellschaft ist sehr bunt und vielfältig geworden. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf diesen Faktor, auf die Anzahl der Priester. Und ich würde auch sagen, dass die Tatsache, dass die Kirche als Institution jetzt nicht so einen guten Ruf hat bei vielen, trägt auch dazu bei, dass jemand sagt, ich will nicht mein Leben dieser Institution widmen. Denn als Priester widmet man ja sein Leben nicht nur der Religion und dem Glauben, sondern auch dieser Institution, weil man ja ein Teil von dieser dann ist. Ich glaube, dass das einfach Faktoren sind, die eine Rolle spielen. Es folgte dann das Theologiestudium in Brixen und das Priesterseminar, wie wir eben gesehen haben. Und dann warst du ein Jahr in Rom an der päpstlichen Universität Gregoriana in der Heiligen Stadt. Das muss doch ein totales Highlight gewesen sein. Ja, sicher. Man hat in der Ausbildung die Möglichkeit, also jetzt auch ein Jahr als Externjahr zu verbringen, also irgendwo anders. Da kann man eigentlich hingehen, wo man will. Für mich war Rom vor allem deswegen die Wahl, die ich dann getroffen habe, weil ich meine Italienischkenntnisse aufmöbeln wollte, weil ich weiß, dass ladinischsprachige Priester meistens in Bereichen eingesetzt werden, wo sie auch gut Italienisch sprechen können müssen. Und ich wollte einfach mein Italienisch aufmöbeln und bin dann nach Rom gegangen. War natürlich dann eine wunderbare Erfahrung von Weltkirche. Wenn ich denke an der Gregorianer, sitzen im Hörsaal oder damals waren es 250 Leute aus der ganzen Welt. Da sitzt man mal einmal neben einem Italiener, dann wieder neben einer Amerikanerin, dann vielleicht neben jemand aus Afrika oder aus Südamerika. Also da ist wirklich Weltkirche auf engem Raum zusammen und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Du strahlst, während du das erzählst. Also das ist schon eine sehr intensive und wichtige Zeit gewesen, ja, oder? Mit dem Höhepunkt dann der Priesterweihe, oder sehe ich das falsch? Wir schauen uns da einen Film an, den wir vorbereitet haben. Dank dir durften wir da ein paar Bilder verwenden. Hier sieht man jetzt, wie Bischof Wilhelm Ecker, über den wir noch sprechen werden, dich zum Priester weiht. Ist das richtig? Ganz genau. Das war am 26.06.1993. Richtig. Ja. Erzähl mal, was geht einem da durch den Kopf, wenn man da so steht? Du bist der Rechte von den beiden, gell? Ich bin der Rechte von den beiden. Der andere ist der Benediktiner Josef Kalmbach, von dem wir schon gesprochen haben. Da sieht man, wie wir uns auf den Boden legen, während die Gemeinde die Allerheiligenlitanei betet. Und gleich danach ist dann die Weihe, die erfolgt dann durch die Handauflegung durch den Bischof in Stille. Das ist schon so ein wichtiger Moment, wo man irgendwie so sagt, jetzt habe ich mich lange darauf vorbereitet und jetzt ist es da. Irgendwie möchte man den Moment festhalten, aber die Zeit geht natürlich weiter. Und das ist auch gut so, denn ich muss auch sagen, 22 Jahre danach, Priester sein, habe ich dann in der Zeit danach gelernt. Die Weihe ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber da ist man nicht am Ziel, sondern am Anfang. Da so den Führerschein machen, aber fahren lernt man erst später. Richtig, ganz genau. Guter Vergleich. Echt? Kann man das wirklich so vergleichen? Kann man so. Denkst mir schon, weil es ist halt doch viel Erfahrung mit Menschen und in der Praxis oft anders als in der Theorie erlernt. Gilt das für die Theologie genauso? Würde ich schon sagen, es ist eine Lebensentscheidung, die man trifft, wenn man Priester wird und das Leben entwickelt sich weiter, selber entwickelt man sich auch weiter. Das heißt, dass man sich auch mit dieser Entscheidung immer wieder neu auseinandersetzen muss. Was heißt es für mich, auch jetzt mit 46 Jahren katholischer Priester zu sein, ist jetzt für mich anders als 1993. Es hat sich auch das Umfeld verändert
vieles. Ich habe mich verändert. Also es ist immer wieder ein Neujahr sagen zu einem Weg, den man begonnen hat. Aber das scheint dir auf eine sehr effiziente und auch, wie soll ich sagen, einfache Art und Weise zu gelingen. Jedenfalls strahlst du das aus. Das wirkt so auf mich, während du davon erzählst. Ich meine, ich versuche auch, meinen Weg zu gehen, aber jeder von uns weiß, wie schwer das manchmal ist, wenn man an einer Abzweigung steht, dann doch die Entscheidung zu treffen, die richtig ist. Bis jetzt hat dir das immer geklappt, also es hat dich nie aus der Bahn geworfen, sage ich mal. Ich würde dein Bild gern aufgreifen vom Weg, weil das für mich wirklich ein Weg ist, den ich gehe, von dem ich weiß, dass jeder Weg, oder ich erlebe das auch so, ein Weg Momente hat, wo man motiviert ist und wo das Gehen leicht ist, aber es gibt auch Momente, wo das Gehen auch Kraft kostet. Also das erlebe ich durchwegs auch in meiner Berufung, die ich lebe, dass es da manchmal mehr Anstrengung braucht. Aber um auf die Frage zu antworten, bisher bin ich den Weg gegangen und ich hoffe, dass ich diesen Weg so weitergehen kann, weil ich einfach auch merke, wie viele Leute mich auch auf diesem Weg begleiten. Angefangen eben von der Familie, von Mitbrüdern, von einem geistlichen Begleiter, mit dem ich mich regelmäßig treffen kann. Das sind Leute, die mir helfen, diesem Weg treu zu bleiben, auf dieser Spur zu bleiben. Mhm. Nach der Weihe warst du Kooperator in Brixen und dann ernannte dich Bischof Wilhelm 1995 zu seinem Privatsekretär. Hier sehen wir ihn jetzt gerade nicht in diesen Bildern, aber vorhin hat man ihn kurz gesehen. Und nach einem weiteren Ausbildungsjahr wurdest du dann Jugendseelsorger. Da haben wir eingangs diese Fotoalben gesehen. Bischof Wilhelm war sicherlich einer der ganz wichtigen Menschen in deinem Leben in dieser Zeit, oder? Als ich im Seminar war, war Bischof Gargitta auch noch am Leben. Ich kann mich an ihn erinnern, aber für mich ist, wenn ich das Wort Bischof höre, fällt mir zunächst einmal Bischof Wilhelm ein. Es war der Bischof, der in meiner Ausbildungszeit der amtierende Bischof war, jener, der mich zum Diakon und zum Priester geweiht hat. Und dann hatte ich auch diese zwei Jahre als Sekretär, in denen ich auch enger Bischof Wilhelm kennenlernen durfte, weil der Sekretär ja sehr viel Zeit mit dem Bischof verbringt. Mhm. Man wohnt im gleichen Haus und ist mit dem Bischof eigentlich ständig unterwegs. Eine schöne Gelegenheit, um nicht nur den Bischof kennenzulernen, sondern mit ihm auch die Diözese. Mhm. Ist das ein... Kann ich mir das vorstellen wie ein Management bei einem großen Unternehmen? Oder liege ich da komplett falsch? Also da ist ja auch viel Organisatorisches und, ich sage jetzt mal, leitende Entscheidungen oder Funktionen zu erfüllen. Ja? Jetzt vom Sekretär her weniger, weil man einfach den Bischof begleitet. Ja. Man ist der Mann im Hintergrund, weil ja der Bischof derjenige ist, der irgendwo hinkommt. Aber man muss schauen, dass alles klappt. Ja. Also dass zum Beispiel auch in der Liturgie der Bischof immer dann die richtigen Texte zur richtigen Zeit bekommt, dass jemand, der vielleicht etwas lesen muss, rechtzeitig einen Wink bekommt, dass er oder sie jetzt zum Mikrofon gehen soll. Also irgendwie so ein bisschen Manager ist man schon im Hintergrund. Man soll nicht auffallen. Bisschen Zeremonienmeister und Manager. Und sonst als Sekretär muss man auch schauen, dass Besuche, die der Bischof macht, dass die klappen, dass da alles passt. Wir schauen uns ein paar Fotos an. Da sieht man Wilhelm Ecker leider nicht mehr. Das ist schon der Zeitpunkt, wo er verstorben ist. Ich glaube auch das Begräbnis, wenn ich richtig informiert bin. Du kannst sicherlich was dazu sagen. Danach wurde dann Karl Golser Bischof und auch, wie wir mittlerweile wissen, leider erkrankt. Und mittlerweile ist Ivo Muser, den man hier, glaube ich, vorne links erkennen kann. Genau, Bischof Wilhelm hatte in seinen Jahren, in denen er Bischof war, 6 Priester als Sekretäre. Und als die Beerdigung des Bischofs war, dort kam dann die Entscheidung, oder fiel die Entscheidung, die 6 Sekretäre sollen den Bischof dann auch ins Grab hinunter senken. Deswegen ist Ivo Muser auch dabei. Er war der zweite Sekretär von Bischof Wilhelm. Das sieht man nicht bei der Weihe von Karl Golser. Dort ist ein Moment vorgesehen, wo der Bischof auf dem Bischofsthron Platz nimmt und dann verschiedene Vertreter aus dem Kirchenvolk den Bischof grüßen. Ich war damals Moderator des Priesterrates und habe im Namen der Priester unserer Diözese den neuen Bischof grüßen dürfen. Eugen, du hast deine Zeit als Jugendseelsorger 2007 beendet und ich darf hier ganz kurz dieses Buch einmal in die Kamera halten. Das ist, glaube ich, das gesammelte Ergebnis auch deiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ein sehr schönes Buch, Wo hat sich der liebe Gott versteckt? Ich habe ein bisschen durchgeblättert, aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Ganz einfache Fragen, die Kinder offensichtlich immer wieder gestellt haben. Wo ist der Nikolaus im Sommer? Hat der liebe Gott auch die Räuber gemacht? Und wenn Gott, meine Lieblingsfrage, im Himmel wohnt, wieso fällt dann sein Haus nicht herunter? Erzähl mal, wie kam es dazu?
Meine Erfahrung als Kinder- und Jugendseelsorger hat mir geholfen beim Schreiben dieses Buches. Zusammen mit drei anderen Mitarbeitern entstanden ist es dann in der Zeit, als ich im Seelsorgeamt schon tätig war. Wir wollten nämlich ein Buch herausgeben zu Glaubensfragen. Es war ja ein Jahr des Glaubens damals, als wir das herausgegeben haben. Und wir haben gesagt, wie kommen wir zu ganz einfachen Fragen, ganz einfachen Antworten. Wir sind in Kindergärten gegangen und haben Pädagoginnen dort gebeten, sie mögen dort religiöse Fragen von Kindern sammeln. Und du hast einige zitiert, das sind ganz originelle Fragen, wie sie wirklich nur Kinder stellen können. Und wir haben dann zu viert versucht, auf diese Fragen möglichst einfach zu antworten, so dass wir Fachterminologie vermeiden und einfach wirklich nur Worte verwenden, die man versteht. Die Antworten, die wir formuliert haben, sind nicht an die Kinder gerichtet, sondern an die Erwachsenen, weil das Ziel des Buches ist, dass ein Gespräch stattfindet daheim, zum Beispiel in der Familie zwischen Eltern und Kindern zu religiösen Fragen. Wenn Kinder fragen, dann haben die Eltern ein Buch zum Nachschlagen. Wie könnte man da antworten? Bekommt man da ein Hintergrundwissen dafür? Wir kommen zu einer Phase in deinem Leben, die, glaube ich, mitunter zu den schwierigsten, aber das wirst du dann selber beantworten können. Wir schauen uns den Film an und dann weißt du gleich, was ich meine. Das sind Bilder von der liturgischen Eröffnungsfeier der Synode in Brixen Anfang Dezember 2013. Das ist jetzt also ungefähr anderthalb Jahre, ja nicht ganz, her. Was ist seitdem passiert und warum fängt jetzt eine heiße Phase an? Wir haben eine Synode, die hat Bischof Ivo ausgerufen, weil die Synode ist ein Instrument für den Bischof in der Leitung der Diözese. Und der Bischof war der Meinung, wir brauchen jetzt irgendetwas Fundierteres. Wir müssen uns da neu aufstellen, überlegen, wo wollen wir eigentlich hin. Weil wir einfach merken, es hat sich so vieles verändert, der Rahmen hat sich verändert und wir tun noch so weiter wie bisher. Also am Programm oder am Ablauf hat sich nichts geändert und das kann doch nicht sein, dass sich der Rahmen ändert und der Inhalt der gleiche bleibt. Wir möchten jetzt überlegen, was heißt es heute, 2014, 2015, Kirche sein, das ist so das Thema, das wir uns stellen. Was heißt es morgen, Kirche sein, was macht Kirche sein aus in einer so modernen, komplexen Gesellschaft? Und wir tun das zusammen mit 250 Synodalen, das sind Delegierte, die der Bischof ernannt hat, und haben immer wieder auch offene Veranstaltungen gehabt. Insgesamt waren es 25 solche offene Veranstaltungen, an denen knapp 5000 Leute teilgenommen haben und mitgeredet haben. Ja. Ich denke, es ist wirklich ganz ein entscheidender Moment, dass wir diese Synode jetzt halten. Und ich finde, dass sie auch schon sehr viel verändert hat an Stimmung. Ich glaube, dass sich viele Leute mehr mit Kirche identifizieren. Kirche ist mehr Thema geworden. Und ich glaube, dass das eine ganz große Chance jetzt für unsere Kirche ist. Wo du sicherlich ganz klar siehst, ist ein Hobby deinerseits. Das hat auch mit Weg und Unterwegssein zu tun. Wir sprechen vom Jakobsweg. Da schauen wir uns gleich ein paar Bilder an. Du bist Pilger und zwar möchte ich sagen, Profi-Pilger, denn ich bin selber einmal den Jakobsweg gegangen, aber nicht den ganzen und schon gar nicht von Südtirol aus. Also du bist von Bozen losgegangen und dann bis nach Spanien, bis Santiago de Compostela. In Etappen. In Etappen, okay. Weil doch der Weg sehr weit ist und man dafür sehr viel Zeit braucht, die ich nicht habe. Dann habe ich das aufgeteilt. Zum Schluss waren es dann 6 Jahre, an denen die ich gebraucht habe, um von Bozen bis Santiago de Compostela und dann weiter auch bis zum Meer noch zu gehen. Ja. Wie weit ist denn das? Wie viele Kilometer sind das? Das sind so schätzungsweise 2600 Kilometer, die man da zurücklegt. Also 2600 ist eine ganz schöne Zahl und ich habe dazu gute 3 Monate gebraucht. Also. Und das ist so ein bei sich sein, sich selber spüren, ein Moment der Ruhe. Für mich persönlich hat es was Meditatives gehabt. Wie hast du das erlebt? Auch, denn wenn ich daran denke, dann war der Weg für mich von Bozen bis mindestens Genf und ich würde sagen noch weiter bis mitten in Frankreich hinein. Da bin ich fast immer alleine gegangen, weil da keine anderen Pilger auf dem Weg waren. Da ist es wirklich ein Gehen mit sich selber. Und es ist eine ganz gute Schule, sich selber auch auszuhalten. Denn wenn man den ganzen Tag alleine geht und das über mehrere Tage, manchmal auch mehrere Wochen, dann kommt auch einiges hoch so aus der eigenen Lebensgeschichte, sich dem zu stellen, sich auch mit einigem zu versöhnen und einfach sagen, das bin ich. Was ist denn ein Kanonikus? In dem Fall an der Kathedrale in Brixen. 2011 ernannte dich Bischof Ivo Moser zum selbigen. Wir schauen uns da auch ein paar Fotos an, denn ich weiß eigentlich nur, dass das mit diesem Gewand zu tun hat. Aber die Rolle ist mir nicht bewusst. Genau, das ist ein Ehrentitel, den die Priester bekommen, die am Dom in Brixen Dienst tun.
Also als Kanonikus ist man dann Mitglied des Domkapitels und das Domkapitel hat vor allem die Aufgabe, die Liturgie an der Kathedrale, an der Hauptkirche der Diözese zu garantieren und auch den Bischof zu assistieren. Das sieht man auf dem linken Foto. Und Kanoniker bekommen dann auch andere Aufgaben in der Diözese, zum Beispiel das Firmenspenden gehört da auch dazu. Früher hatte das Domkapitel noch viel wichtigere Aufgaben bis hin zur Wahl des Bischofs. Das hat das Kapitel in Brixen seit 1801 nicht mehr. Im deutschen Sprachraum gibt es noch Diözesen, wo das der Fall ist. Domkapitulare den Bischof wählen können oder einen Dreiervorschlag nach Rom schicken können. Ja. Apropos Firmen, da geht jetzt ja dann beginnt jetzt eine sehr intensive, sage ich mal, Zeit für dich, oder? Ja, die beginnt dann gleich schon mit dem Ostermontag, da geht es dann los mit den Firmungen. Für mich ist das immer so ein Schritt auch zurück in die Zeit als Jugendseelsorger, denn Firmlinge sind ja Jugendliche. Da darf ich wieder aus den Erfahrungen schöpfen, die ich als Jugendseelsorger gesammelt habe und mit den Jugendlichen einen wichtigen Moment in ihrem Leben feiern. Dass man als Priester, Geistlicher, der sich für andere engagiert, auch ab und an weit reist, um das zu tun, beweisen die folgenden Fotos. Du warst einmal mit der Caritas zusammen in Äthiopien. Ich finde, dass das wunderbare Aufnahmen sind und sehe auch, dass du da etwas gelernt hast, etwas mitgenommen hast. Was war da die wichtigste Erkenntnis oder Erfahrung für dich? Also für mich ist eine Bibelstelle ganz, ganz wichtig für mein Christsein. Am Ende vom Matthäus-Evangelium, wo Jesus ein Endgericht hält, also das wird so beschrieben, und wo er zu den einen sagt, ihr habt Anteil am Reich, weil ihr mir geholfen habt, als ich krank war, als ich obdachlos war, als ich im Gefängnis war. Und die sagen, ja, wann haben wir das? Wir können uns nicht erinnern. Und dann sagt er, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und die anderen werden verdammt, weil sie das nicht getan haben. Was ich sagen will ist, Christsein entscheidet sich dann ganz, ganz im konkreten Leben. Also Christsein, das sind nicht fromme Gefühle oder ein Schwelgen in weiß was ich, spirituellen Höhenflügen. Christsein muss sich bewähren und zeigen, wie ich lebe, ganz konkret lebe. Und wenn Jesus da sagt, ich war fremd und obdachlos, ihr habt mich aufgenommen oder nicht aufgenommen, dann ist das die entscheidende Frage, ob ich Christ bin oder nicht. Und ich denke, oder diese Frage ist für mich auch ganz wichtig, wenn wir jetzt an die Flüchtlinge denken, die zu uns kommen. Jesus sagt, ich war fremd und obdachlos, ihr habt mich aufgenommen oder nicht aufgenommen. Da entscheidet sich Christsein. Was ist für dich so zum Abschluss der wichtigste Gedanke bei diesem Osterfest? Wie nahe kommst du da Gott oder vielleicht auch Jesus Christus? Also ich habe gerade in dieser Fastenzeit mich mit dem Wort, das jetzt zu Ostern dann eine große Rolle spielt, auseinandergesetzt, Erlösung. Wie da gesagt, Christus ist der Erlöser. Das ist ein Begriff, den man vielleicht sonst so nicht oft verwendet im bürgerlichen Kontext. Und ich hätte für mich ein anderes Wort gefunden, Freiheit. Meint genau dasselbe, dass Gott uns zu freien Menschen macht. Und es gibt immer wieder Dinge, die uns diese Freiheit wieder nehmen. Am meisten würde ich sagen, unser eigenes Ich, unser Egoismus, dass wir Angst haben, zu kurz zu kommen und ständig an uns selber denken. Christus hat durch seinen Tod, durch seine Auferstehung all das überwunden, was uns unsere Freiheit nimmt, und er schenkt uns Freiheit neu zurück. Und Ostern feiern heißt, feiern dürfen, dass Gott mich zu einem freien Menschen macht und dass ich in Freiheit leben darf. Und das ist etwas Wunderschönes. Im Grunde etwas, das jeder Mensch auch ersehnt. Und dass ich diese Freiheit nützen kann für den Dienst an anderen Menschen, ist das, was ich für mich als Berufung entdeckt habe. Das ist ein schönes Schlusswort. Nochmal auf Ladinisch, frohe Ostern. Buona Pasqua. Buona Pasqua, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Eugen, danke für das interessante Gespräch und frohe Ostern. Danke dir auch. Ihnen auch ein schönes Osterfest, meine Damen und Herren. Das war privat. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Ja, ja, du, die Priester haben es auch nicht leicht, habe ich mir gedacht, nicht? Hellwert sein. Nein, jetzt haben wir lange mal gedacht, der muss ihm sogar aufpassen, wenn er schwimmen geht. Wenn er schwimmen, was wird er aufpassen müssen? Wenn der eine falsche Bewegung macht, dann ist das ganze Schwimmbassin voll Weihwasser. Hellwert einmal nicht, Hellwert sein. So, jetzt möchte ich es ausschalten.